Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, zunächst einmal möchte ich in Richtung Herrn Kollegen Stamp sagen, wenn Frau Göring-Eckardt von einem September-Märchen spricht, spricht sie nicht darüber, wie viele Menschen gekommen sind, sondern sie hat versucht, ihrer Freude darüber Ausdruck zu geben, wie die Willkommenskultur an den Bahnhöfen ist und dass die Menschen die Flüchtlinge aufnehmen und begrüßen. Was das mit Romantik zu tun hat und warum Sie sie an dieser Stelle diskreditieren müssen, das bleibt, glaube ich, Ihr Geheimnis. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte ausdrücklich an dieser Stelle zunächst mal meinen Dank, meinen Respekt gegenüber der Ministerpräsidentin ausdrücken. Sie hat nicht nur im Bundesrat, nicht nur auf der Ministerpräsidentenkonferenz, und sie ist ja auch intensiv unterstützt worden von anderen Mitgliedern der Landesregierung, sehr gute Arbeit geleistet, sondern sie hat auch mit uns sehr vertrauensvoll zusammengearbeitet und auch, das ist ja aus den Beiträgen der anderen Fraktionen deutlich geworden, dieses Parlament jederzeit und in allem Umfang unterrichtet. Ich möchte Ihnen ganz herzlich für diese Arbeit danken. Und ich möchte Ihnen auch, liebe Frau Ministerpräsidentin, danken, dass Sie klare Worte bei der Bewertung gefunden haben. Sie haben gesagt, es ist ein Kompromiss, der da in Berlin geschlossen worden ist. Und dieser Kompromiss ist nun umzusetzen. Das teilen wir ganz ausdrücklich. Und Sie haben auch klare Worte für das gefunden, was vorher auf dem Tisch gelegen hat. Nämlich die, so nenne ich es zumindest, die Liste des Grauens aus dem Bundesinnenministerium, die eine Woche vor dem Gipfel auf den Tisch gelegt worden ist. Das war komplett inakzeptabel, was da aus Berlin gekommen ist. Und ich sage es auch ganz eindeutig, dieser Kompromiss, da gibt es eine ganze Menge sinnvolle Regelungen, die getroffen worden sind. Es wurde einiger Unsinn verhindert, das ist eben schon gesagt worden. Leider nicht jeder Unsinn, aber auch da sind wir uns an dieser Stelle in den Koalitionsfraktionen ganz einig und der Versuch, da einen Keil zwischenzutreiben, wird erfolglos bleiben. Gut ist, dass die Menschen aus dem Westbalkan jetzt eine Einwanderungsperspektive über den Arbeitsmarkt haben. Wir nennen das einen Einstieg in ein Einwanderungsgesetz und noch kein Einwanderungsgesetz, aber es ist eine ungedeckelte und klare Perspektive, zumindest über den Arbeitsmarkt nach Deutschland regelgerecht einwandern zu können. Zweitens ist es eine Verbesserung, wenn auch eigentlich schon lange zugestanden, dass die Gesundheitskarte jetzt geregelt wird. Und da möchte ich doch noch mal, Herr Kollege Laschet, darauf hinweisen, dass es doch unter anderem Herr Krings und weite Teile der CDU in Deutschland gewesen ist, die diese Gesundheitskarte als unsinnigen Pull-Effekt für Deutschland bezeichnet haben. Und das zeigt doch die Zerrissenheit in der CDU. Drittens, und das ist ein ganz wesentlicher Punkt, der Bund, da hat der Kollege Römer darauf hingewiesen, erkennt erstmals an, dass auch er für die Kosten der Flüchtlingspolitik überhaupt zuständig ist. Und die Summen, die jetzt herausgehandelt worden sind, sind ein substanzieller Fortschritt in dieser Frage. Das will ich ganz ausdrücklich feststellen. Aber dazu hat Herr Kollege Laschet geschwiegen. Jetzt, nachdem der Gipfel vorbei ist, versucht er wieder, Geländegewinne zu machen, nicht etwa mit Nachdenklichkeit diesen Gipfel auszuwerten, sondern er spricht in einem Interview davon, dass man doch jetzt die Vorrangprüfung für Flüchtlinge abschaffen müsse. Ja, Herr Kollege Laschet, es ist bürokratischer Unsinn, diese Vorrangprüfung durchzuführen. Aber es war die B-Seite, und das sei noch mal erklärt, die B-Seite sind die unionsgeführten Bundesländer, die es wie eine Monstranz vor sich hergetragen haben, dass das unbedingt in die Einigung für den Gipfel reinkommen muss. Und natürlich konnte in den letzten Tagen auch nicht die Dauerleier der CDU fehlen, dass in Bayern angeblich alles besser ist. Und Sie haben es jetzt ja auch mehrfach versucht, dass man eins zu eins die Bundesgelder an die Kommunen weiterführen muss. Ich zitiere mal Herrn Mali. Herr Mali ist der Vorsitzende des Deutschen Städtetages in Bayern. Der sagt in einer Pressemitteilung, positiv ist, dass für die Dauer der Asylverfahren Bund und Länder einen Kompromiss gefunden haben, mit dem man leben kann. Nicht der Wunderweis, mit dem man leben kann. Jetzt muss der Freistaat Bayern aber endlich die Kommunen an den Bundesmitteln beteiligen. Bislang hat Bayern hiervon nichts abgegeben. Wörtliches Zitat, Herr Mali. Das sagt er am 25.09. Das hört sich, liebe Kolleginnen und Kollegen, doch völlig anders an als Söders Erzählungen aus Tausend und einer Nacht.
und den Beteuerungen der CDU-Opposition, in Bayern sei alles viel besser und die behandeln ihre Kommunen noch viel besser als in Nordrhein-Westfalen. Und vielleicht für die nicht ganz Kundigen in diesem Zusammenhang ein Hinweis auch auf das Gemeindefinanzierungsgesetz. Bayern beteiligt die Kommunen mit 425 Euro pro Kopf an den Steuereinnahmen des Landes. Nordrhein-Westfalen mit 568 Euro und liegt damit mit Baden-Württemberg an der Spitze. Wenn wir unsere Kommunen so behandeln würden wie die Bayern, müssten wir den 2,5 Milliarden Euro weniger überweisen nach Vorschritt der CDU. Auch bei der Verteilung der Bundesmittel für Flüchtlinge ist es doch völlig klar. Die 216 Millionen Euro, die auch vom Bund in diesem Jahr zusätzlich kommen, werden 1:1 und ohne jede Diskussion an die Kommunen überwiesen. Da gibt es überhaupt keine Debatte. Und auch für 2016 ist doch völlig klar, dass alle Ausgaben der Kommunen doch dem Sinn folgen müssen, dass diejenigen, die die Flüchtlinge betreuen, natürlich 1:1 die Kosten erstattet bekommen. Da gibt es doch auch überhaupt keinen Dissens in der Frage. Nur wenn allerdings das Land die Flüchtlinge unterhält, können Sie nicht verlangen, dass wir Kosten den Kommunen erstatten, die bei uns anfallen. Da bitte ich auch ein Stück um Verständnis. Liebe Kolleginnen und Kollegen, mit dem dritten Nachtragshaushalt, der ja heute vorgelegt wird, da hat die Ministerpräsidentin bereits darauf hingewiesen, werden wichtige Schritte, weitere Schritte, es sind nicht die ersten, weitere Schritte der Integration gemacht. 220 Millionen Euro bekommen die Kommunen in Nordrhein-Westfalen zusätzlich für die Unterbringung der Flüchtlinge erstattet. Ich habe eben darauf hingewiesen, weitere 216 Millionen Euro 1:1 Bundesdurchleitung werden wir in diesem Nachtragshaushalt ebenfalls mit verankern. 2.600 zusätzliche Lehrerinnen und Lehrer werden bereitgestellt, 250 neue Polizistinnen und Polizisten und 150 Personen, die für die Registrierung zuständig sind. Nicht zu vergessen an dieser Stelle, Stichwort Beschleunigung der Verfahren, werden auch Dutzende von Richterinnen und Richtern eingestellt, die dazu führen, dass das, was der Bund nicht geschafft hat, in Nordrhein-Westfalen deutlich schneller ablaufen kann. Damit, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist Nordrhein-Westfalen ganz vorne im Bundesländervergleich. 3.600 zusätzliche Lehrerinnen und Lehrer sind mehr, als alle anderen Bundesländer auch nur gemeinschaftlich angekündigt haben für die Integration in diesem Land. Und ich möchte, das möchte ich an dieser Stelle auch ausdrücklich sagen, ich danke der Opposition ausdrücklich, dass wir dem beschleunigten Verfahren zugestimmt haben, dass wir noch im Oktober dann die Mittel letztlich auszahlen können. Herzlichen Dank, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich will jetzt nicht auf die Breite der Punkte eingehen, weil die Ministerpräsidentin das schon gemacht hat, was an sachfremden Punkten verhindert werden können. Aber zwei, drei Punkte will ich doch herausgreifen. Erstens, wir haben verhindert, dass die Länder diese unsinnige Regelung mitmachen müssen, Sachleistungen statt Geld auszugeben. Sie müssen sich doch mal vorstellen, da sind dann Beamtinnen und Beamte oder zumindest Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter damit beschäftigt, statt Kleinstbeträge an Geld auszugeben, jeden einzelne Zigarette, Bustickets, Kaugummis oder eben auch Bleistifte auszuteilen. Das ist doch Bürokratiewahnsinn, liebe Kolleginnen und Kollegen von der CDU. Das Gängeln und das Drangsalieren von Flüchtlingen verkürzt keine Minute die Verfahren, sondern führt zu weiterem Aufwand, der nicht akzeptabel ist. Und nicht verschweigen möchte ich auch, dass es Zugeständnisse gegeben hat, die meiner Partei nicht leicht gefallen sind. Herr Römer hat auch bereits darauf hingewiesen, wenn im Kosovo die Grenze noch durch die Bundeswehr oder beziehungsweise durch KFOR-Truppen gesichert werden müssen, haben wir erhebliche Probleme, das als sicheren Herkunftsland einzuschätzen. Auch die Menschen, wir glauben auch nicht, das teile ich ausdrücklich, dass es dazu führen wird, die Menschen davon abzuhalten, hierher zu kommen und nach Asyl zu ersuchen oder auf anderem Wege ihre Situation zu verbessern. Es hilft auch den BAMF-Mitarbeitern beim Verfahren nicht, weil der Verfahrensablauf bei einem sachgerechten Asylverfahren trotzdem durchgeführt werden muss, solange es, und da wird es spannend, ein Individualrecht auf Asyl bleibt. Es sei denn, die CDU/CSU strebt allen Ernstes an, das Grundrecht auf Asyl einzuschränken, dann würde ein Schuh daraus werden. Und davor, liebe Kolleginnen und Kollegen, da möchte ich mich Herrn Kollegen Römer anschließen, das wird die Grüne, weder die Landtagsfraktion Nordrhein-Westfalen noch irgendeine Landtagsfraktion noch die Bundestagsfraktion mittragen, dass das Grundrecht auf Asyl in Deutschland eingeschränkt wird. Wir haben hier einen Kompromiss vorliegend mit Licht und Schatten, dazu stehe ich. Und wir werden, wenn dieser Kompromiss 1:1 umgesetzt wird,
das betone ich ausdrücklich, diesen Kompromiss auch mittragen. Wir werden keine Koalitionskarte im Bundesrat ziehen. Das setzt allerdings voraus, das will ich auch klar sagen, dass der Bundesinnenminister und Teile der CDU, da ist Wachsamkeit jetzt angesagt, diesen Kompromiss weder verwässern noch anschärfen. Das muss jetzt die Beratung in den nächsten Tagen zeigen. Und Herr Kollege Laschet, Sie haben vorhin ja, da möchte ich mit Herrn Römer auch fortführen, ein paar Punkte in unsere Richtung angesprochen. Ich finde schon, dass die CDU tief gespalten ist in der Frage, was die Asylpolitik anbetrifft. Wenn ich Herrn Strobels Bootsmetapher, das Boot ist nicht voll, aber sitzen zu viele Falsche drin, sind höre, dann wird mir fast schlecht. Oder auch der Versuch, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Situation, die in den Flüchtlingsunterkünften sicherlich nicht einfach ist, damit mit einem Clash of Civilization oder dass Mohammed möglicherweise schuld sei, dass ein wahrscheinlich wirklich frauenfeindlicher Imam Frau Klöckner nicht die Hand gegeben hat, das ist doch nicht die Ursache dafür, dass es Auseinandersetzungen mit Flüchtlingsunterkünften gibt, sondern das ist die Redebasis für eine Verschärfung der Debatte im Thema Asylrecht. Und das machen Sie ganz bewusst, nicht in Nordrhein-Westfalen an dieser Stelle, aber Frau Klöckner ist Bundesvize und Herr Strobel ist es auch. Die CDU hat da eine klare Teilung zwischen guten Flüchtlingspolitikern und einer Kanzlerin, die versucht, ein humanes Asylrecht durchzusetzen. Herr Kollege Laschet, Sie müssen sich leider entscheiden, der Oberbürgermeister von Duisburg gehört nicht mal meiner Partei an, deswegen bitte ich um Verständnis, da jetzt nicht drauf einzugehen. Sie müssen sich schon entscheiden, Sie stehen an einem Scheideweg. Wollen Sie die Kampagne eines Volker Rühe aus den 90er Jahren wiederholen? Oder wollen Sie die Kanzlerin unterstützen, die jetzt angegriffen wird? Die Kanzlerin wird von Herrn Seehofer als Wohlfühlsprechkanzlerin abgetan. Und ich frage mich allen Ernstes, Herr Laschet, wo war denn die eigenständige NRW-Position, als Herr Orban in Bayern war? The little Dictator nannte ihn Jean-Claude Juncker, niemand Geringeres als der jetzige EU-Ratspräsident. Herr Laschet, wo waren die Christdemokraten aus Nordrhein-Westfalen, um die eigenständige Position darzustellen? Wir distanzieren uns sehr klar von dieser Art von Politik. Wir stehen hinter der Kanzlerin und wir sind dafür, das Flüchtlingsthema zu bearbeiten und nicht für Geländegewinne auszunutzen. Das frage ich mich. Und wer glaubt, und da empfehle ich einen Blick in den Stern vom heutigen Tage, mit Parolen Stimmenfang machen zu können, der wird enttäuscht werden. 2014 hat Herr Seehofer bei der Europawahl der AfD die Stimmen zugetrieben und jetzt ist es bereits so, dass die AfD in Bayern offenkundig im zweistelligen Bereich wieder vorzufinden ist, ganz im Gegensatz zu den anderen Bundesländern. Es ist jetzt klar die Zeit, klare Kante gegen rechts und nicht rechts hinterherlaufen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Es ist jetzt die Stunde der Lösung. Deswegen müssen wir diesem dritten Nachtrag in diesem Landtag zustimmen. Und wir müssen auch dafür sorgen, dass das Paket, was im Bundesrat bzw. bei der Ministerpräsidentenkonferenz ausgehandelt wird, 1:1 umgesetzt wird. Dann, liebe Kolleginnen und Kollegen, sind wir einen Schritt weiter. Dann wird es sich allerdings um die Integrationspolitik weiter handeln müssen. Und ich bitte, dass alle daran mitarbeiten, auf dieser sachlichen Basis voranzukommen, dann haben wir eine Chance, dieses Thema zu bewältigen. Ich danke für die Aufmerksamkeit.